Was? Was? Oh, oh, au, 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 hau ab! Geh weg, geh weg, geh weg. Mach den tot, tu dem weh, tu dem weh, tu dem weh, tu dem weh. Ich werd hysterisch, ich werd sehr hysterisch. Ja, hallihallo, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Alien Isolation. Und ihr wundert euch, warum eine ganz fremde Stimme beim Heisenberg ist. Liegt daran, ich bin der Sonki und wir haben uns kennengelernt und haben gedacht, wir machen mal ein ganz, ganz geschicktes Experiment. Wir tauschen die Rollen. Das heißt, der Heisenberg hat das hier, was jetzt alles kommt, das ganze Chaos aufgenommen und ich werde es kommentieren. Im Gegenzug haben wir das umgedreht gemacht. Ich habe Evil Within aufgenommen, weil das ja gerade mein aktuelles Projekt ist. Und der Heisenberg kommentiert. Wenn ihr das vom Heisenberg sehen wollt, müsst ihr auf meinen Kanal. Und wenn ihr regelmäßig Alien Isolation sehen wollt, dann müsst ihr jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefällt, ihr auch hier wieder einen Daumen da lasst. Vielleicht den Heisenberg oder mich abonniert. Netten Kommentar, wie euch das Experiment gefällt und... Ja, ich habe dieses Spiel selber nicht gespielt, das sage ich noch zur Einleitung. Ich weiß nur, es geht um Ripley und wir sind auf der Sevastopol und müssen irgendwie versuchen, da wieder runterzukommen. Wir suchen irgendwas und irgendwen, das ist bei diesen Spielen meistens so. Und wir müssen uns vor dem Alien in Acht nehmen und sind jetzt gerade irgendwie in einer Halle, die mich so ein bisschen an die Monster AG erinnert. Und zwar die Szene, als die Türen da so schön im Kreis gelaufen sind und man dann praktisch zu den Kindern kam. Was jetzt der Heisenberg gemacht hat, ich habe das Video selber noch nicht gesehen. Ich lasse es einfach laufen, kommentier's und ab dafür. Okay, wir sind in der Türenhalle, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Da ist ein netter Knopf mit Stromausfall. Okay, also müssen wir klettern. Hier ist Geländer abgerissen. Wir klettern da nach drüben. Ja, sieht gut aus. Über die Planke in Richtung Förderbänder. Da kommt wahrscheinlich sehr heiße Luft. Wenn wir da durchmachen, sind wir wahrscheinlich Skelett. Wir versuchen es mal und schnell, 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 schnell. Jawohl, ja. Sehr gut. Und Achtung, dasselbe nochmal in grün. Und wir schleichen uns daran vorbei. Das sieht nach... Eigentlich müssen wir doch da runterspringen können irgendwie. Aber, Heisenberg, gib alles, wir müssen springen. Und, hüpp, da. Aua, aua, aha, das war mein Knie. Verdammt. Okay, weiter geht's auf dem Förderband. Und hoch. Hoch, 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 hoch. Jawohl, ja. Das war doch gut. Okay, und jetzt? Nein. Nein, nein, nein. Du willst ja nicht darüber springen. Er will. Und! Oh, oh. Ach, wir können noch ein Stück laufen. Und jetzt gib alles. Au, 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 au. Das tut weh. Sowas tut immer schweinigst. Oh. Das würde sich jetzt alles auf Ripley 580 Kilo wiegt. Okay. Waffe zur Hand? Doch nicht? Doch, wir haben sie jetzt vorm Körper. Und Stromausfall. Und Stromausfall. Super. Schauen, ob das Alien in der Nähe ist. Ist es nicht, weil wir haben ja doch ein bisschen Krach gemacht. Und wir gehen weiter. Durch diesen Schlauch. Also von der Kulisse her, wer die Alien-Filme gesehen hat, ist das echt sehr, sehr geil nachempfunden. Ich bin halt nur nicht der Freund für diese Ego-Sachen. Deswegen... Psch, 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 psch. Ja, das sieht gut aus. Hoch, 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 hoch. Ja, ja. Noch ein Stück. Oh, ach, wir gucken auf die Karte. Okay, das ist unser Weg. Dahin müssen wir. Und... Blick nach links, Blick nach rechts. Im Moment sind wir alleine. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und... Ist schon sehr atmosphärisch. Vor allem, wenn man es nicht beeinflussen kann, sondern wirklich nur kommentieren kann. Ich weiß nicht, was passiert. Wir sind immer noch alleine. Alien ist nirgendwo in der Nähe. Schrott einsammeln. Machen wir das. Hier, in der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma an APDC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlich. Speicherdaten überschreiben. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf dem Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Wer immer auch Apollo ist.
Aber ihr wisst das wahrscheinlich als Stammzuschauer. Schrott einsammeln, ja, Schrott können wir immer gebrauchen. Vor allen Dingen sieht sie cool aus, wenn du dann rechts und links in der Tasche lauter Schrott hast. So gucken die Eisenstäbe raus und die Schrauben und das sieht Hebel benutzen. Und ja! Sesam, öffne dich. Oh, da liegt einer. Der sieht nicht ganz tot aus. Ah, Flammenwerfer. Sehr gut. Sehr gut. Und dann haben wir noch... Ist wahrscheinlich eine Alarmanlage. Schauen wir uns hier mal um. An den nagelneuen Flachbildschirm. LCD-Technik. Schleichen uns an dieser... Ja, sehr gut. Auf Neuverkabelung achten. Start der Neuverkabelung. Initialisiert. Was? 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 Oh, oh, au, 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 hau ab! Geh weg, geh weg, geh weg. Mach den tot, tu dem weh, tu dem weh, tu dem weh. Tu dem weh. Ich werd hysterisch. Ich werd sehr hysterisch. Bams! Chuck! Bitte beruhigen Sie sich. Ich geb dir gleich, beruhigen Sie sich. Mach ihn kaputt, mach den kaputt. Heisi, gib alles. Aua. Oh, oh, da stehen noch zwei. Aua, au. Mach den kaputt. Ne, wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Und, komm mal weg, komm mal weg. Schnell raus. Und wieder nach links. Das ist aber zurück. Kommen die hinterher? Nein. Doch. Jetzt gibt's Saures. Na, na, aua. Scheiße. Entschuldigung. Schnell wieder in unseren Gang. Aber da kommen wir da auch nicht zurück. Wir können nicht von der Leiter zurückspringen. Ich bin gespannt, was er macht. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Um die Ecke und abwarten. Ausrüsten mit Revolver. Nein, Flammenwerfer, nein. Pumpgun. Oh ja, oh ja. Jetzt gibt's Kabum. Komm schon, komm schon, komm schon. Wollen Sie es mit Sebastopol? Nein, möchte ich nicht. Und? Was? Keine Munition. Heißi lädt. Und noch ganz nochmal. Dreh dich um. Und? Jawohl, ja. Hat nichts. Nur das. Da liegt er. Zwei Schuss und der liegt. Ja, so eine Pumpgun, ne? Die macht schon ordentlich Bums. Okay, was machen wir jetzt? Medikit. Ah, wir heilen uns. Aua! Das ist ja genauso wie bei Evil Within. Der haut sich auch da so Sachen in den Arm. Und wir holen uns den Molotow-Cocktail. Mm, lecker. Ist das Jim Beam? Ne. Aber nett zusammen. Sieht doch ein bisschen aus wie Jim Beam. Rye heißt das Ganze. Okay. Das habe ich gehört. Ja, das hast du nicht gehört. Jetzt brennst du. Ich muss nicht vorsichtiger sein. Pumpgun. Leise, leise, leise. Und BAMS! Alter, der läuft als Fackel weiter. Jetzt liegt er. Oh, ach, es ist heißer die Füße. Wobei ich nicht weiß, wie warm es jetzt natürlich auf der Sevastopol ist. Ich hoffe, wir sind da schon, sonst fail ich jetzt total. Und wir gehen wieder. Haben wir schon abgespielt. Speichern wir nochmal. Wir speichern nochmal. Zack, rein damit. Und... Ja, abgespeichert und weg damit. Der liegt immer noch da. Psch, 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 psch. Leise. 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 Schauen uns um. Wir schauen uns weiter um. Feuerlöscher. Schrott. Schrott ist immer gut. Aber wir sind schon vollgeschrottet. Okay. Da ist nichts mit Tablet und Smartphone. Das sind noch richtige Alien-Zeiten. Alien ist auch nicht da. Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Nein. Das zeigt mir aber, dass wir auf der Sevastopol sind. Pumpgun ist geladen. Psch, 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 psch. Der steht da. Etwas verkehrt. Folgen Sie mir bitte. Natürlich. Komm her. Bams. Und noch ein. Du folgst keinem mehr. Man muss aber trotz allem sagen, dass diese Androiden, was immer das doch sind, sehr, sehr höflich sind. Etwas verkehrt. Folgen Sie mir bitte. Und noch einer. Ist ja gut. Erster Schuss. One-Shot. Sehr gut. Jetzt verkabeln wir neu.
Das hört sich an wie Tetris. Start Neuverkabelung. Kamerafeed. Was ist mit Ihnen passiert? Wie, was mit mir passiert? Wer sagt das und warum? Ist da keiner mehr? Ist da jemand? Ja. Schweigen. Da liegt er. Und wir schauen uns weiter um. Alien scheint immer noch irgendwie zu Tisch oder so zu sein, keine Ahnung, oder frisst gerade unsere Kollegen. Auf jeden Fall ist es nicht da, was schon mal sehr gut ist. Ich hätte mich wahrscheinlich wieder zu Tode erschreckt. Und auf die Karte geschaut. Ah, wir müssen da irgendwie runter. Schacht öffnen. Und jump. Das Schlimme ist, dass es sehr dunkel da ist. Kriechen, 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 kriechen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Leuchtfackel. Mach ander Ding. Jawohl, ja. Endlich sehen wir wieder was. Sehr schön. Aber so eine Leuchtfackel ist auch nicht sehr leise, ne? Und auch nicht unbedingt dunkel. Was Sinn der Fackel ist, aber nach außen hin natürlich durch diese Lüftungsschlitze, die ihr da seht, auch anderen signalisiert, dass da oben gerade jemand lang kriecht. Was war das denn? Sah aus wie eine Spinne, war aber keine. Okay, Alien ist immer noch weg. Und wir kriechen noch ein Stück weiter. Was machen wir jetzt? Schacht öffnen. Und raus. Psst, leise, leise. Wir wissen ja nie, wo wir sind. Also die Räume sehen alle sehr ähnlich aus. Da muss man wirklich, muss ich mit Karte fortbewegen, weil der scheint noch ein bisschen mehr abgesichert zu sein. Was steht denn da Nettes auf dem Plakat? Würde ich gerne mal sehen. Margon Wasser prickeln und frisch. Na, keine Ahnung, weiß ich nicht. Haben wir ja nicht angehalten. So, das. Die Alarmanlage. Da ist er vorbei. Wir glauben an dich. Sehr gut, Herr Heisebärsch. Und auf Neuverkabelung zugreifen. Wahrscheinlich knacken wir damit die Türen oder so. Würde ich mal vermuten. Oder Kameras aus, keine Ahnung. Da liegt auch einer. Was haben wir da? Der rote Bereich, das ist praktisch das Rotlichtviertel, hätte ich bald gesagt. So, jetzt ist es wichtig, die richtige Kombination einzugeben, wenn man das Signal gefunden hat. Und passt. Schneller, schneller, schneller. Unten passt, ja. Passt. Und ganz rechts. Rechts oben, rechts oben, rechts oben. Code akzeptiert. Zugriff gewährt. So merke ich das. Wir bewegen uns weiter fort mit der Pumpgun im Anschlag. Da oben rennt schon wieder jemand. Ich habe immer gedacht, das ist nur zum Verstecken. Man darf sich da nur verstecken. Dass man da auch ballern muss, das wusste ich nicht. Was das Ganze natürlich noch viel, viel schwieriger macht. Und das ist genau... Gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollo-Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixten-Synthesen auf ihn zugreifen können. Ah, die heißen Sixten-Synthesen. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Mach doch. Wie hießen die denn nochmal bei Alien? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich glaube, wie hießen die denn? Android? Nee. Der Bishop war einer davon. Wie hießen die denn nochmal? Die hat einen ganz bestimmten Namen. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal unten hier in die Kommentare rein. Wir sammeln Bindemittel ein. Wofür auch immer. Keiner da. Und der Herr Heisebärsch ist weiter unterwegs. Beziehungsweise Frau Ripley. Ist der echt? Lebt der? Sieht so aus, ne? Aber der scheint so überhaupt nicht Interesse dran zu zeigen, dass wir hier eventuell in Gefahr sein könnten. Oder er ist in Gefahr. Da hinten funkt's und knallt's. Und versperrt uns wahrscheinlich den Weg. Was haben wir hier? Irgendwelche Rohre oder so. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann.
Sprich nicht so viel, mach's einfach. Ja, wir diskutieren. Ich könnte, ich würde, ich tue. Mach es einfach. Das Witzige ist, das ist ja meistens panzersicheres Glas. Ich weiß nicht, wie der mit uns spricht, ob wir ein Walkie-Talkie haben oder ob der durch Glas reden kann. Keine Ahnung. Aber dann müsste es ein bisschen dumpfer klingen. Aber ansonsten ist das wirklich ein Spiel, was Alien, das Uralt-Alien wirklich sehr gut umsetzt. So mit Sigourney Weaver und so weiter. Die ganze Story. So, wir speichern nochmal. Möchten wir Speicherdaten überschreiben? Natürlich möchten wir das. Okay. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein CT-Gerät, ne? Man kennt im Krankenhaus. Draufgelegt, in die Röhre geschoben. In die Röhre geschoben heißt das immer so. Das ist dieses Computertomographie, wo der Kopf dann so entscheidend geschnitten wird. Und analysiert wird, also der ganze Körper eigentlich. Und meistens ist es ja Kopfsache. So, schauen wir mal. Das sieht nicht nach CT aus. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Viel Glück. Doch, lass ihn doch machen. Anders kommen wir hier nicht raus. Ah, er legt sich jetzt selber ins CT. Okay. Warnung. Apollo-Verbindung eingeleitet. Sieht ja aus. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung. Unbefugte Verbindung. Oh, Ripley, oh. Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße, Samuels, ich werde es versuchen. Du bist ja nicht Amanda, nein. Du bist der Ripley. Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Oh, super. Ich greife auf die Season-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Wo ist das rote Kabel? Okay, zuerst rot. Menschliches Personal. Wo ist rot? Wo ist rot, rot, rot? Ausschalten? 20%. Das ist nicht rot. Das ist schwarz. 50%. Oh, 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 oh. Gib alles rot, 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 da ist rot, da hinten ist rot, da hinten ist rot, da hinten ist rot. Das geht nach vorne. Also gib alles, ausschalten. Und? Ka-ching! Gefunden! Sehr schön. Nach einer geöffneten Bodenplatte. Aua, aua, aua. Ich glaube, ich suche nichts mehr. Manchmal locken Ablenkungsmanöver eine noch größere Bedrohung an. Seien Sie vorsichtig. Ich hab's bemerkt. Überlebende auf der Station versuchen nur am Leben zu bleiben. Und wir gehen zurück zum Speicherstand. Ja, das war ein Fail. Das passiert nun mal in dem Spiel. Das passiert sehr, sehr oft. Meistens hat man den Alien-Stachel so genauso da, wo man seinen Bauchnabel hat. Sieht aus wie ein Piercing. Manchmal. So ein Spitzenpiercing. Es sei denn, der Ehrenstachel bohrt sich durch, dann sieht es nicht mehr aus wie ein Piercing. Dann sieht man aus wie gefailed. Mal schauen, was passiert. Aber ich glaube, so wie es aussieht, ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, das ist dann das, was ihr beim Heisenberg wie gewohnt in der nächsten Folge von Alien Isolation seht. Ich sage danke, hoffe, es hat auch euch auch mit mir gefallen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, könnt gerne mal auf meinen Kanal vorbeischauen. Ich sage tschüss, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Dann wieder mit dem Heisenberg bei Alien Isolation. In diesem Sinne, ciao.